zurück an Deck. Willkommen zu Astronier schon wieder. Kosmotier. So, weiter geht's. Ich habe herausgefunden, wie wir jetzt die Raketen hier ändern. Und zwar hier auf den Pfeil drücken, Linksklick, Rakete auswählen und dann könnt ihr hier die Arten, hier sind noch die Minen und so. Und ich habe schon gehört, dass Nuklearraketen abwehren recht schwer sei. Ich bin gespannt, was das alles bedeutet. Ihr habt auch gesagt, ich soll irgendwie mehrere Schiffe mal erbeuten oder so. Ich bleibe erstmal bei dem einen, weil ich meine, wir können mehrere haben. Ich habe das noch nicht getestet. Ich wusste auch gar nicht, dass das überhaupt gibt. Leute, ja, ich spiele seit Release nur diesen einen Safe-Game und nehme immer nur auf. Also viele sind schon viel weiter als ich. So, ich habe Folgendes gemacht. Und zwar bin ich der Beste, das wisst ihr ja. Und wir haben hier Triebwerke reingemacht, damit wir ein bisschen besser abbremsen können und damit das alles ein bisschen besser explodiert. Weil, wir wissen, das ist toll. So, Alter, wie groß ist die denn bitte? Ja, guck mal. Och, wie wunderschön. Ich habe ein bisschen Pipi in den Augen gerade. Ich muss mal die Raketen wegmachen. Oh Gott. Da ist sie. Ist sie nicht wunderschön? Schaut sich an. Guck mal, kann auch jemand rein und die steuern? Alter. Ich glaube, wir werden keine Trümmer mehr finden. Los geht's. Geil. So. Wir nehmen eine Mission an und zwar rette die Station. Bla bla. Wir nehmen auch alle anderen mal an. Wir müssen nämlich hier scheffeln. Oh, guck mal. Haben wir schon. Sehr schön. Also, Steuerung S, ne? Ja. Station retten. Welches ist das da? Ne, warte mal. Das müsste das da sein. Ja. Dann fliegen wir von hier aus dahin. Schon wieder abgeschlossen. Aber woanders irgendwo, keine Ahnung. So, weiter geht's. Wir haben ein paar Raketen zurückgelassen, das macht nichts. Ich habe mal die Sensoren-Crew zur Brückencrew gemacht. Ich muss noch gucken, dass wirklich nur die das benutzen. Pass auf, ich muss mal die anderen da runter kicken. Das geht nämlich so nicht. Rolle bearbeiten, weil ich glaube, bei allen ist die Brücke auf 10. Da. Immer hier so 9. Ja. Und, Bergbau, Rolle bearbeiten. 9. Da ist es 9. Und die Typen. Brücke. 9. So. Ne, dann, sobald das frei ist, dass sie ja wirklich nicht hingehen wollen oder was auch immer. Oh, es geht los. Speichern. Möge die Atomrakete mit uns sein. Was soll uns jetzt noch aufhalten? Ja? Also strategische Verteilung zwischen den Raketen, dachte ich, ist eine gute Idee. Wer die benutzt, ist natürlich jetzt eine andere Frage. Aber es ist da. Und wir hoffen mal das Beste. Und die scheinen alle zusammen zu gehören. Oder fliegen auch nur zusammen. Und los geht's. Das wäre jetzt natürlich ein ziemlicher Overkill hier. Aber wir können es anscheinend nicht anders. Wir bleiben stehen. Feuer! Alles abfeuern! Ich weiß gar nicht, was für eine Reichweite die hat. Sollte eigentlich groß sein. Oh, guck mal, der will's wissen. Oh Gott, da ist sie. Ist rausgeworfen worden. Jetzt gibt sie Gas. Oh, okay, die sind nicht gelenkt. Okay, das ist gut. Ich hatte schon ein bisschen. Ja, da kommt nichts. Nichts mehr bei rum. Bum, 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 bum. Rambazamba. Hasta luego. Okay. Drehen. Bevor wir hier eine Breitseite kassieren. Das sind nur kleine Schiffchen. Ja. Soll passieren. Ja, die Atomraketen sind ja super gegen große Schiffe, ne? Drehen! Kolossus, drehen, drehen. Los, Feuer bereit machen. Ich muss mal die Hälfte machen hier. Nee, ist ja langweilig sonst. Boah, die haben. Boah. Tja, das hat ja auch nicht geholfen. Aber sie so abfeuern können, ist krass, ne? Und tschüss. Also sowas wären gute Verbündete. So strategische Plattformen. Oder so einen großen fliegenden Railgun. Typisch. Das war's. Ein Treffer hat's erledigt. Guck mal, hat's ja aufgelöst. War das die Atomrakete? Nee, ne? Warte mal, war das. War das das schon? Also, wie gesagt, wir können hier ein neues Schiff machen.
Aber wie gesagt, Leute, ich habe erst seit Release gespielt. Ich wusste gar nicht, dass wir noch mehr Schiffe haben können. Also, ich habe es geahnt, aber nie irgendwo gesehen, wie das jetzt genau geht. Aber wir müssen hiermit das machen, ne? Build New Ship. Und ich glaube, das müssen wir dann auf ein zerstörtes klicken. Wenn ich das richtig sehe. Ja, ich meine, warum nicht? Wenn die mir einfach folgen oder so. So ein paar Level 1er, das schadet ja nicht. Tatsächlich. Ich meine, irgendwas, was billig zu reparieren ist. Wenn es überhaupt geht. Okay, so, das haben wir. Weiter geht's. Weiß ja nicht, was hier ist. Oh, brauchen wir noch ein bisschen Schwefel. Ich glaube, da ist noch Schwefel. Eisen haben wir nicht mehr. Wir nehmen mal beides mit. Aber wie ist das denn mit Crew, wenn ich noch ein Raumschiff habe? Brauche ich dann auch nochmal... Kann ich dann nochmal neue anwerben pro Schiff? Weil sonst würde ich das nicht machen. Weil ich will die Crew auf mein Hauptschiff haben. Setz very blöd sonst. Setz very blöd sonst. Setz not very... Very unblöd. Very, very unblöd. Okay, alles nachgeladen. Wir sind bereit. Bereit für den Aufstieg. Ich wollte Untergang sagen. Okay, hier ist bestimmt... Oh, scheiße, schon wieder. Okay. Los geht's. Was haben wir denn hier? Ach, guck mal, die sind schon im Kampf. Ich weiß ja nicht, wer der ist jetzt. Auf jeden Fall auch ein Feind. Wir schießen einfach mal alles ab. Es reicht, ist den da. Der geht jetzt gleich schon down. Oh, 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 da kommt der Atom. Boah. Okay, die sind nicht so krass, das ist aber gut. Komm aufs nächste Schiff schießen, Jungs. Alter, wir sind. Die sind durch die, durch die Schilde. Scheiße. Guck mal, es explodiert und schlägt jetzt gegen das andere Raumschiff. Und die Raketen, die den treffen sollen, schlagen jetzt hier ein. Das ist gut. Scheiße, wir verlieren ein Schild. Hab ich... Boom. Oh, die haben immer noch Panzerung. Wie schnell wir unsere Schilde verloren haben. Pass auf, ich sag den Bergbauleuten mal, wollen bearbeiten. Und zwar, dass sie nicht die Bergbaulaser benutzen sollen. Pass auf, bei denen müsste Bergbaulaser auf 9 und auf 10 kommt bei denen Munition nachladen. Und zwar, ja, für... Ja, für Flakbatterien zum Beispiel. Und für Kanonen. Boah, Alter. Guck mal, das ist doch ein anderes Schild, als was ich habe. Guck. Jetzt bräuchte man Raketen. Ich muss eine neue Cruise machen für die Raketen. Aber der hat fast nur noch dieses System ausschalten. Mehr hat er gar nicht mehr. Aha. Ja! Ein Kinderspiel. Oh, scheiße, das ist aber echt teuer. Das Kinderspiel.
Raketen werden dann alle abgeschossen. Und dann laden die nicht mehr nach. Okay, wir müssen... Ja, ich brauche Zweierquartiere eigentlich dafür. Viele Raketen, Zweierquartier. Und dann nenne ich die Raketenbesatzung oder, ja, oder Kanonenbesatzung halt. Aber ich habe ja hier ein paar. Wenigstens so. Wenn da überhaupt welche sind. Was haben wir denn da? Oh, der hat... Oh, oh. Raketen feuern! Oh, er ist genau ein Raketen... Dingens. Und da kommt die erste Atomrakete. Boom! Und die zweite, wo bleibt die? Ist noch nicht abgefeuert worden. Alter. Yeah. Wir können einfach noch einen Klotz machen. Also wenn ich nochmal so Crews hätte. Oh, scheiße, wir haben Feuer. Hallo. Feuer löschen. Dann geht das automatisch aus, ne? Wir müssen jetzt mal hier gucken wegen Feuerlöscher. So. 4 Stück. Alle da? So, los geht's. Munition ist aufgeladen. So, es geht los. Oh, was ist das denn da für einer? Süß. Guck mal, das ist auch... Guck mal, der hat so eine Railgun. Railgun! Eine Schienenkanone. Ja? Schienenkanone! So, diesmal können wir die Station nicht abbauen. Beim nächsten Mal müssen wir wahrscheinlich einfach hinfliegen, bevor... Alter, die ist ja schon voll Fritte. Ach du Scheiße. Los geht's. Oh, er dreht sich aber um. Mist. Ich hatte gehofft, er... verharrt. Oh Mann, meine Raketen schlagen in die Station. Das ist natürlich super. Ich hoffe, meine Atomraketen machen das nicht. Oh oh. Oh oh. Oh ho, ho. Hat keinen Schaden angerichtet. Nicht schon wieder. Ach du Scheiße. Jetzt muss ich mich aber beeilen. Drehen, 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 drehen. Scheiß auf das eine Kackding da. Nee, ist auch... Das ist nur, wenn es ganz schwach ist. Gut, das ist jetzt nicht so schlimm. Kann die Station noch schießen? Nee, die schießt auch gar nicht. Ach du Scheiße. Schwere Laser vorne. Egal, ist weg. Volle Breitseite, los! Ja! Okay, jetzt nochmal wechseln. Das hat sie erledigt. Geht das doch so, um mal zu erobern? Vielleicht geht das ja. Ich will es mal rumprobieren, ja? Ich habe doch keine Ahnung, Jungs. Mann, geh doch kaputt! So, jetzt den da. Okay, pass auf. Wenn ich jetzt so mache, was bedeutet... Ich speichere mal ab.
Könnte das da mir? Nee, oder? So. Aber wie könnten wir das denn erobern? Absolviert ein Großteil des feindlichen Waffenfeuers. Schützt du damit konstant. Okay, das war nicht teuer. Erstmal. Ich weiß ja nicht, ob das geht. Das hat einer geschrieben, aber ich weiß ja nicht. Es wäre auf jeden Fall nice, den Blueprint zu speichern. Obwohl, es ist schnell explodiert. Und eigentlich ist das nur Firlefanz. Komm, wir bauen das selber. Es ist wirklich nur Firlefanz. Ja? Das muss weg. Was ist mit der Station? Nee, es sind doch Piratenjäger. Es ist doch eine Fraktion. Die heißen Piratenjäger. Ah, okay. Dann habe ich mich damals vertan. Es tut mir leid. Sehr schön. Hervorragend. Ups, Entschuldigung. Ah, das soll ich also noch aufsammeln. Das ist sehr nett. Ja, wir wollen ihn nur den Schrott entfernen, damit die Station wieder aufblühen kann. Wir sind wie so Putzerfische, ja? Los, den Müll. Den Müll holen. Sehr schön. Holt den Müll. Oh ja. Also noch mehr. Aha. Fraktionskonflikte. Ja, da weiß ich noch nicht. Ach, jetzt kommen noch mehr Missionen. Okay, das wusste ich gar nicht. Ja, ich meine, es läuft ja super. Ich meine, ich beschwere mich jetzt mal nicht. Also. Nochmal 11 zusätzlich, sehr gut. Noch mehr Red Shirts. Ist alles gut, ne? Gut, dann. Also ich meine, wir sind reich genug für ein zweites Raumschiff. Aber dafür bräuchten eine ganze Folge. Ja, wir bräuchten eigentlich ein Raketenschiff. Es hat nichts mehr als Raketen. Ja, Raketi, das Raketenschiff. Voll viele Raketen. Solange es leben kann. Schilde brauchen wir eigentlich dann auch nicht. Oder wir nennen es Schildi. Guck mal, sowas ist auch geil. Guck mal. Es hat vorne ganz viel Panzerung und eigentlich schießt es dann nur aus den Seiten. Und es hat hier so eine Rakete. So eine Rakete brauche ich eigentlich auch. Die EMP-Rakete müssten wir eigentlich bauen. Ich meine, ich kann ja nicht immer nur. Eigentlich finde ich die Minen geil. Ich kann mir nicht vorstellen, wie geil die sein sollen. Wir machen erstmal die EMP-Rakete, weil ich glaube, die ist göttlich. Göttlich! Wir müssen noch mal ein bisschen Ressourcen farmen. Wie viel Zeug haben wir denn im. Ah ja, guck mal. Jetzt müssen wir erstmal ein bisschen verticken. Hey, komm mal her. Komm mal her. Ja, was ist denn? Nochmal 12 Leute. Ja! Ich hab hier Stahl. Alter, ich hab hier Stahl. Stahl. Komm, alles weg. Der Rest kann bleiben. Das können wir uns dann auch erbeuten. Erbeuten! Yo! Kohle, 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 Kohle. Danke, Gronk. Ohrwurm. Deluxe. Es ist aber auch gut, ja? Kohle, Kohle, Kohle.
Gehen wir so rum, oder? Also ein zweites Raumschiff muss sein. Guck mal, wie schön das hier aussieht. Wunderschön, Lee, das wunderschöne Schiff. Munition ist ja noch genug da. Aber wenn wir nochmal im Asteroidengürtel sind, das ist ja da. Oder da freigeräumt haben. Der will mich abfangen, oder? Ne, will er nicht, aber wir wollen ihn abfangen. Feuer! Da kommen die Atomraketen. Oh, die treffen. Oh, die treffen beide. Oder eine wenigstens. Boom! Yeah! Dankeschön! Alle Mann einsammeln! Die Ausbeutungs GmbH und Co. KG ist hier. Oh, guck mal, das sind die ganzen Leichen. Aha, sehr gut. Ja, ich muss jetzt doch beim Bergbau nochmal gucken. Wir brauchen eigentlich noch mehr Bergbauer. Aber es geht auch so. Ja, weiter geht's. Auf dahin. Zum Ziel, bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter. Das ist ein bisschen... Oh. Ein bisschen... Oh. Ne, fliegen jetzt mal weiter. Wir sind ja gut bestückt. Ja. Oh. Was haben wir denn hier? Oh, guck mal, ein paar Raketen. Ich habe aber mehr Raketen. Ich habe mehr. Das sollen Raketen sein. Das sind Raketen. Au, au. Ja, also wir haben kein... Doch, da sind welche dran. Oh, das hat gezimmert. Ah doch, das funktioniert. Teilweise. Und vorbei. Naja, ich glaube, wir brauchen Schilder an den Seiten. Gut, Hauptsache, wir müssen nicht diese Kristalle verbraten. Aber wir können die ja jetzt craften. Ah ne, wir haben... Ach ne, das habe ich noch gar nicht. Ich dachte, wir hätten es gemacht. Doch, das ist doch. Diamanten. Aber, ja, Platz, ne? Oh, das ist aber ganz klein. Was brauchen wir eigentlich dafür? Gut, schon. Ah ne, das haben wir noch nicht. Nicht wirklich. Kohlenstoff! Die Grundbasis alles Leben. Kohlenstoff. So, da ist noch Schwefel. Alle drin? Gut. Weiter geht's. Da ist noch Kupfer. Holen wir uns mal ein bisschen Kupfer. Jo. Jo. So. Dankeschön, dankeschön. Immer ein bisschen mehr Kupfer. Vielleicht. Ich brauche einen Stopp-Button. Es gibt bestimmt irgendwo einen Stopp-Button, aber ich bin zu blind. Also der Sensor nervt ein bisschen. Wie soll ich denn noch beim Sensor reinbuttern? Genau, einfach wegrammen. So ein bisschen Eisen. Oh, yo! Lüft.
macht der denn da? Das reicht erstmal. Aber dann zurück. So, jetzt macht ihr mal irgendwelchen Krempel. Atomraketen aufgefüllt, das aufgefüllt. Ja, okay. Eliminiere Dread. Guck mal, da haben wir auch wieder irgendwas. Da können wir direkt nochmal hin. Aber eigentlich, wie gesagt, also die Schilder an den Seiten machen wir auf jeden Fall. Dann machen wir zwei große hin. Da und da. Hinten ist egal, das kann alles explodieren. Ne? Das ist, verlieren wir halt die... Guck mal, da fliegt ja da einfach dran vorbei. Es ist nur... Ach, eine Hypersprungbarke. Barke! Speichern! Sehr schön. So, ach so, Leute, ne? Zwischen 25 und 30 Minuten höre ich meistens auf. Es ist soweit, ich habe es gesehen. Es tut mir leid. Sonst vergesse ich es ja immer, ne? Ihr hofft darauf. Leute, bis zur nächsten Folge. Cosmut hier. Das war schon ziemlich cool. Und wir machen ja auf jeden Fall bei den Aufträgen weiter. Ich denke mal, nächste Folge schaffen wir das. Und danach bauen wir ein zweites Schiff. Vielleicht. Ich baue mal was Kleines zum Testen. Und dann sehen wir uns nächste Folge wieder. Und bis dahin, wie immer, haut rein, Leute.